zweimal 3D-Konstruktion mit OpenSCAD. Einige von euch haben den Kurs, glaube ich, schon mal während der Knoppix-Tage gehört, den Einsteigerkurs, ist das richtig? Ihr könnt ja, wenn Sachen kommen, die ihr schon mal hattet, euch Modelle angucken, die ihr gerne selber machen möchtet, was ausprobieren und später dann können wir uns gemeinsam angucken, wo da Probleme auftauchen oder wo man noch was verbessern könnte. Die komplexeren Funktionen für Fortgeschrittene sind dann die, wo man von 2D nach 3D extrudiert und Hüllen um den Körper zieht oder additiv und subtraktiv arbeitet. Das wäre dann im zweiten Teil. Und im dritten wollte ich zeigen, wie man diese hübschen Voronoi-Muster macht, also dieses Ei mit der Wurzelstruktur mit Hilfe von dem Programm MeshLab, was sich ebenfalls auf der aktuellen Knoppix befindet. Okay. Ja, und weil der Gerald ja heute auch anfängt mit dem, ist er schon da eigentlich? Ist noch nicht da. Nein, Gerald ist nicht da. Ja, ja, versuchen wir das. Das ist heute Nachmittag, also vor der Pause, soweit fertig ist mit dem 3D, dass wir anfangen können mit dem Roboter basteln. So. OpenSCAD. Gleich vorweg, für den Unterricht gibt es eine Seite, die leider immer noch nicht ganz fertig ist, aber ich arbeite dran. 3D-Konstruktion für Kinder. Kann man sich schön merken. 3D-Druck für Kinder. 3dd4k.knopper.net. 3dd4k.knopper.net. Das ist im Prinzip eine, habe ich versucht, kindgerechte Form des PDFs, das schon auf dem Webserver liegt, wo halt direkte Anrede drin ist und die Erklärungen ein bisschen einfacher gehalten sind, wo nicht so furchtbar lange und komplizierte Sätze drin sind, die ich sonst immer bringe. Materialkunde über das, was beim 3D-Druck verwendet wird und ja, Arbeitsschritte. Verschiedene 3D-Drucker und ziemlich weit hinten, da sollte dann eigentlich das kommen, was in dem PDF drin ist. Mit dem Cube habe ich schon mal angefangen, aber bis zur Sphere bin ich noch nicht gekommen. Das kommt aber noch, mit ein bisschen Glück haben wir das dann am letzten Tag vollständig und ihr könnt es natürlich auch gerne im Unterricht verwenden für eure Schüler. Jo. Das wäre die Kindervariante des Workshops und die ab 18 oder sagen wir mal die ausführliche Version als PDF, die habe ich unter Knoppix-Tage abgelegt, auch schon auf meinem Webserver knopper.net, Knoppix-Tage 2018 und dort gibt es das OpenSCAD-Tutorial. So, da sind wir. So, ja, also ganz frisch und fängt aber auch hier an, zunächst mal mit so einer allgemeinen Übersicht über das Thema 3D-Druck, bisschen Materialkunde und den Workflow, den wir bei 3D verfolgen. Es gibt ja nicht nur die Möglichkeit, was am Computer neu zu konstruieren, sondern, was auch sehr häufig gemacht wird, Dinge zu reproduzieren, die es schon gibt, die man ja, aufgrund der Haltbarkeit der Materialien oder einfach, weil die Originale sehr, sehr teuer sind, nochmal ausdrucken möchte in einem etwas kostengünstigeren Material. Das wäre der linke Teil da oben, 3D-Scan. Da habe ich ein paar Open-Source-Projekte aufgeschrieben, wie man sich 3D-Scanner selber basteln kann. Das eine ist der Maker-Scanner, Kostenaufwand unter 50 Euro. Der funktioniert mit einem Linear-Laser, den kriegt man bei Konrad Elektronik, und einer ganz normalen Webcam und dort wird der Laser über ein Werkstück bewegt und aufgrund der Änderung dieser Linie berechnet dann der Computer aufgrund des Bildes, das die Webcam aufnimmt, wie tief diese Punkte sind. Allerdings scannt dieser Maker-Scanner nur aus einer Richtung. Das heißt, man bekommt so eine Art Maske von vorne, man kann damit auch sein Gesicht scannen. Je nachdem, wie weit das Objekt ist, kann man auch größere Objekte scannen, weil die Kamera ja so einen gewissen Winkel
Winkel hat. Also man könnte damit auch einen Elefanten einscannen, aber wie gesagt, nur von einer Seite, um das dann zusammenzusetzen, müsste man den Scanner dann um das Objekt herum bewegen und 4, 5, 6 Aufnahmen machen. Ja, der Zyklop ist teilweise ein Selbstbauprojekt, aber man kann ihn auch fertig bestellen. Die dazugehörende Software heißt Horus und ist schon ein bisschen älter. Die ist auf aktuellen Linux-Versionen nicht ganz so einfach selber zu kompilieren. Manchmal findet man fertige Pakete im Netz, vor allem für Ubuntu. Und dort legt man das Werkstück auf einen Teller, der sich dreht und von einer Kamera erfasst wird und dabei gleichzeitig von zwei Seiten mit einem Laser beschossen wird, um diese Tiefe, die Z-Achse zu erfassen. Funktioniert sehr gut, damit kann man relativ hoch auflösen und die Objekte sind halt relativ klein, die man scannen kann. Ja, also eine ganze Person kann man so nicht einscannen. Dann gibt es natürlich auch die professionellen 3D-Scanner, Structured Laser Scanner, die dann mit einem Gittermuster sehr schnell einscannen können, auf einem Stativ montiert werden. Die gehen dann so in den Bereich 2.000, 3.000 Euro rein. Und die ganz großen Scanner, das sind so Räume wie dieser, wo dann an den Wänden überall Kameras sind, die alle gleichzeitig auflösen, jede Menge Daten dabei produzieren und diese dann zusammensetzen. Da kann man sich auch beim Hochspringen in der Luft fotografieren und als 3D-Modell generieren lassen. Das sind aber in der Regel keine Open-Source-Projekte. Gut, wenn man so einen 3D-Scan hat, dann hat man im Prinzip eine Wolke aus Punkten. Das ist übrigens auch der große Unterschied zur Konstruktion. Bei der Konstruktion legen wir schon im Programm fest, was außen und was innen ist, verbinden also diese Punkte zu Flächen. Beim 3D-Scan werden tatsächlich Punkte erfasst und aus diesen Punkten ein Volumen zu erschaffen, dazu braucht es dann spezielle Software. Eine davon ist eben dieses MeshLab, was man verwenden kann, um aus einer Wolke von Punkten 3D-Objekte zu erzeugen, wo man dann auch festlegen kann, was Außenflächen, was Innenflächen sind, sodass möglichst keine Löcher in dem Objekt sind und das als gefülltes Objekt dargestellt werden kann. Auch überflüssige Punkte entfernen. Ja, das ist manchmal etwas schwierig, wenn hinter dem Objekt etwas steht und es ist hinter dem Objekt immer irgendwo was, selbst wenn es in ein paar Metern Entfernung ist, dann kommt das mit rein und es entstehen komische Artefakte im Bild, Wolken, die dann um das Objekt herumschweben. Die kann man mit MeshLab auch entfernen, indem man so eine Art Kasten festlegt und sagt, alles was außerhalb des Kastens ist, möchte ich jetzt wegschneiden. Ja, damit kann man solche Artefakte entfernen oder man benutzt eine schwarze Wand als Hintergrund, das ginge auch. Gut, das ist also auf der linken Seite die Möglichkeit, bereits bestehende Objekte einzuscannen, zu generieren. Auf der rechten Seite sehen wir die Konstruktion und da gibt es ja verschiedene Programme. Das bekannteste dürfte Blender sein. Wir haben auf den Knoppix-Tagen auch schon öfter so kleine Tutorials gehört, wie man mit Blender einen Schlüsselanhänger macht. Ist mir damals nicht gelungen, obwohl ich aufgepasst habe. Blender ist wohl eher etwas für Künstler und Leute, die sich sehr gut mit Filmen, mit 3D-Gittern auskennen und sich dort reindenken können. Weniger für Konstrukteure. Das wurde mir auch von einem der Entwickler von Blender bestätigt, dass Blender eigentlich kein Programm ist für 3D-Design von Gegenständen, von Maschinenteilen oder so, sondern halt wirklich eher für Künstler, die etwas ganz Neues, Skurriles experimentieren wollen und dann auch, wenn es mal überraschende Ergebnisse gibt, sich darüber freuen, dass sie was Tolles gemacht haben. Es ist weniger geeignet für Motoren oder so. Obwohl, ich hatte auch einen Studenten, der mit Blender in der Firma Maschinenteile entworfen hat. Die Einarbeitungszeit ist da sehr hoch, geht aber auch. Gut, FreeCAD ist ebenso Open Source, ist so ein Mittelding zwischen Programmieren und Konstruieren mit der Maus. Ja, für grafisch gut geschulte Menschen geeignet, lässt sich aber auch parametrisieren, sodass man Maschinenteile direkt zusammenhängen und mit Punkten verknüpfen kann. Ja, und OpenSCAD war das Programm, wo ich zum ersten Mal selber geschafft hatte, was in 3D zu konstruieren, weil zeichnen kann ich überhaupt nicht. Ich kann keinen geraden Strich, geschweige denn einen Kreis herstellen und das OpenSCAD ist ein Programm, wo ich überhaupt nicht zeichnen können muss.
Eignet sich daher auch, weil man hier wirklich programmiert, wenn man keinen Zugang zu einem grafischen Monitor hat. Also für sehbehinderte und blinde Computerbenutzer, die sich in eine Programmiersprache hineindenken können, ohne jetzt ein visuelles Feedback am Bildschirm zu haben. Ja, aus beiden Varianten, aus dem Scannen und Nachbearbeiten sowie der 3D-Konstruktion, wird eine solche Objektdatei erstellt. Dafür gibt es verschiedene Standardformate, was im Grafikbereich oder im Fotobereich das PNG oder JPEG ist, ist im 3D-Bereich das STL. Simple Tessellation Language, das ist eine Sprache, die quasi aus Dreiecken, aus einfachen Formen Objekte beschreibt mit den Eckkoordinaten der Punkte und der Angabe, wo die Flächen liegen. STL ist ein farbloses Format. Hier kann man also wirklich nur Formen beschreiben. Die anderen beiden, OBJ und AMF, die können auch andere Metaeigenschaften wie Material und Farbe beschreiben. Kann sinnvoll sein, wenn man einen Drucker hat, der mit verschiedenen Materialien und Farben gleichzeitig drucken kann. Für die meisten anderen Sachen reicht einfach nur STL. Und wenn man Farbe wechseln will, dann nimmt man zwei verschiedene STL-Dateien, legt die quasi übereinander und so weiß jeder der beiden Druckköpfe, wann er aktiv werden muss, bei welcher Schicht und kann dann die entsprechende Farbe drucken. Ja, also auch das geht, mehrere STL-Dateien bei mehreren Farben, ansonsten reicht eine STL, um ein Objekt zu beschreiben. Wenn man also mit jemandem 3D-Modelle austauschen will, ist STL eigentlich das Format der Wahl. Ist allerdings wie PDF, nachbearbeiten ist nicht so einfach. Vor allem gibt es das Textformat und das Binärformat. Das Textformat kann man noch ansatzweise lesen, ne, viele Zahlen drin. Und das Binärformat, das ist halt sehr kompakt und dort ist das Editieren auch äußerst schwierig. Wobei es immer geht, ein STL, OBJ oder AMF in MeshLab reinzuladen und in einem anderen Format zu speichern und dieses eben auch grafisch nachzubearbeiten. Nur mit parametrisch sieht es dann etwas schlecht aus. Hier könnte man höchstens in ein bestehendes Objekt Löcher reinbohren oder die Grenzen festlegen oder das am Bildschirm verschieben. Das geht auch mit OpenSCAD, dass man dort STL-Dateien reinlädt und anders positioniert. Ja, diese 3D-Objektdatei, die ist noch nicht direkt druckbar, obwohl es Drucker gibt, die Software integriert haben, die aus dem STL etwas in dem druckerspezifischen Format macht. Der Slicer ist dafür zuständig, dieses 3D-Objekt so vorzubereiten, dass der Drucker was damit anfangen kann. Und eine dieser G-Code-Dateien kann ich mal zeigen, 3D, vielleicht von einem von den Schlüsselanhängern. Das sind alles STL Detux-Keks. So, das ist eine solche G-Code-Datei, die direkt von dem Arduino, der auf so einem Drucker üblicherweise drauf ist, verarbeitet wird, Zeile für Zeile gelesen. Alles, was mit Semikolon davor ist, ist Kommentar. Da stehen zum Beispiel Einstellungen drin, die man im Slicer gemacht hat. Dann kommen hier die Codes, um die Temperatur einzustellen. S85 setzt die Temperatur in dem Fall vom Druckbett auf 85 Grad. M104 und M109 setzen die Temperatur vom Druckkopf auf 245 Grad. Der eine Befehl ist mit Warten, der andere ist ohne Warten. Die Geschwindigkeit, mit der sich der Kopf bewegen darf, wird hier festgelegt. Naja, und dann geht es irgendwann los. Hier wird jetzt tatsächlich gedruckt. Das G1 dürfte der häufigste Befehl sein, den so ein 3D-Drucker verarbeitet. Und hinter dem G1 folgen Koordinaten X, Y und Z. Ja, wenn das Z fehlt, bleibt er in der gleichen Höhe. Hier heißt es also, bewege den Kopf an die Position X gleich 70,292, Y gleich 56,973, jeweils in Millimetern gemessen. Und schiebe dabei 3,7 mm von dem Filament aus der Druckdüse raus. Da kommen etliche dieser Befehle, bis eine Schicht dann endlich voll ist. Dann käme der nächste Layer. Da müsste sich was an der Z-Koordinate ändern.
Z. Genau, Move to Next Layer. Ja, dann wird der Kopf auf die Position 0,4 gehoben, also von 0,2 etwa auf 0,4 und 0,2 mm. Und dann kommt die nächste Schicht. Wieder XY und der Extruder schiebt dabei Material raus. Ja, so sieht es aus. Das will kein Mensch von Hand programmieren. Obwohl es ginge, aber wollen wir nicht machen. Wir brauchen stattdessen eine einfache Beschreibung dieser Objekte und der Slicer, der soll diese Objekte dann in die einzelnen Bahnen zerlegen. Diese Eule zum Beispiel, die gerade drüben fertig geworden ist, die sieht nach dem Slicen für den 3D-Drucker so aus. Und wenn man genau hinguckt oder in die Ebenen reingeht, dann kann man auch die einzelnen Bahnen erkennen, in denen der Druckkopf sich dann bewegen soll. Ja, da sieht man, dass er innen so eine Bienenwabenstruktur hat und der Kopf dann in so Hexagons entlang fährt, um die Eule vernünftig zu füllen. Draußen sind es drei Schichten, die die Außenhaut bilden, damit das Ganze auch dicht ist. Und innen wird Material gespart, indem mit viel Luft gearbeitet wird und wenig Material. Dieses Bienenwabenmuster, das füllt ein Objekt ziemlich gut aus und passt sich auch runden Konturen einigermaßen an. Etwas besser, als wenn das alles Rechtecke wäre. Dafür ist es etwas langsamer im Drucken. Gut, das macht der Slicer aufgrund unserer Eingaben automatisch. Man kann da also auch angeben, wie dick die Außenhaut sein soll, wie präzise, die Höhe der Schichten wird angegeben und auch die Temperaturen, mit denen das Material gedruckt werden kann. Dieses Holz wird zwischen 220 und 240 Grad variiert und je nach Temperatur ändert das auch teilweise seine Farbe. Man könnte also auch so Holzmaserungen mit reinmachen. Das ist was anderes. So. Gut, der Slicer zerlegt das also in Druckerbefehle und diese werden dann auf den Drucker geschoben mit Hilfe von einer App oder einfach auf SD-Karte kopiert. Das geht auch. In den Drucker reingeschoben und dann am Display eingestellt, drucke mir bitte diese Datei. Wenn man kein Netz hat, funktioniert das auch ganz gut. Praktischer ist natürlich die Variante mit Octoprint und den hatte ich ja gestern auch schon gezeigt. Welcher von den RF 2000? Ja, mit einem kleinen Webserver auf einem Raspberry Pi, der dann eine Oberfläche zur Verfügung stellt, um den Drucker zu bedienen. Ja, da kommt er. Temperatureinstellungen, über Steuerung kann man die Webcam bedienen. Der G-Code Viewer gibt uns ein Preview, wie das gerade läuft auf dem Drucker, was der Kopf als nächstes tun soll. Und Zeitrafferaufnahmen kann man damit auch generieren. Das ist also ein schönes GUI. Also ich kann sehr empfehlen, wenn man sich einen 3D-Drucker anschafft, immer checken, ob der auch von Octoprint unterstützt wird. Einige von den billigeren Druckern können diesen G-Code gar nicht verarbeiten, sondern benutzen ein eigenes Format. Da kann man dann wirklich nur STL-Dateien drucken lassen und hat keinen Einfluss drauf, wie das mit dem Slicen funktioniert. Mit Octoprint hat man mehr Kontrolle und kann eben auch übers Netzwerk zugucken oder schlimmstenfalls den Drucker anhalten, wenn irgendwas passiert, was nicht vorgesehen ist. Ja, und der Drucker schiebt das Ganze dann als Filament raus. Ja, OpenSCAD ist ein Programm zum 3D-Design. Download und erste Schritte und ein Tutorial, also nicht Tutorial, sondern die komplette Anleitung befindet sich unter www.opensCAD.org. Das Programm ist nicht so groß, deswegen kann man sich das auch direkt von der Webseite runterladen, sonst hätte ich es in unseren Ordner abgelegt. Genau, Installation unter opensCAD.org Downloads. OpenSCAD ist typisches Open-Source-Programm für alle Plattformen verfügbar, macOS, Windows, Linux ist es bei den meisten Linux-Derivaten schon in den offiziellen Repositories drin, auch für NetBSD und andere Systeme.
Und wer ein bisschen abenteuerlustig ist, kann sich das auch aus dem Source runterladen, selber kompilieren. Da gibt es solche Nightly Builds auch, die sind schon als fertige Debian-Pakete verfügbar oder auch für Windows. So viele neue Features kommen dann nicht mehr dazu, glaube ich. Es geht eher darum, das Rendering vielleicht ein bisschen schneller zu machen, ein paar Bugs zu beheben. Also die offizielle Version und die stabilste ist aus dem Jahr 2015 und enthält die komplette Spezifikation. Die etwas neueren Versionen können auch Animationen erzeugen. Ich meine, das wäre in 2015.03 auch schon drin gewesen. Dann kann man einen Motor in Aktion sehen, bevor man ihn ausdruckt. Ja, aber für unsere Zwecke reichen auch die älteren Versionen. Gut, also für Windows wäre das dann mit hoher Wahrscheinlichkeit die 64-Bit-Version, entweder über den Installer oder als ZIP-Archiv. Unter Knoppix ist es schon installiert. Für den Mac wäre es die 64-Bit-Intel-DMG-Package. Ja, und für Linux einfach aus dem Ubuntu-Repository apt-get-install OpenSCAD. Ne? Und wurde gestern schon richtig darauf hingewiesen, bei den neueren Debian Ubuntu Versionen reicht es, wenn man apt tippt, also man muss nicht mehr apt-get tippen, das ist jetzt in ein Frontend integriert, apt-get, apt-cache und so weiter. Dadurch ist die Kommandozeile dann etwas kürzer. Apt-get funktioniert aber immer noch. So, wenn das Programm installiert ist, unter Windows haben die Kinder immer das Problem, dass sie im Menü den Installer sehen und nicht das eigentliche OpenSCAD. Das muss man dann erst mit einer Suche finden, sonst macht man die Installation immer wieder von Neuem, was man eigentlich nicht möchte. Nach der Installation sollte es eigentlich im Menü integriert sein. Unter Linux wäre das unter Grafik. Da gehört es eigentlich auch hin. Der Slicer installiert sich interessanterweise unter Entwicklung. Ist auch nicht verkehrt, weil man ja hier 3D-Objekte entwickelt und für Drucker vorbereitet. Ja, intuitiver wäre es vielleicht im Grafikmenü. Ja, unter Grafik OpenSCAD und das OpenSCAD begrüßt uns dann mit einer dreigeteilten Oberfläche. Da war ich etwas zu schnell. Den Einstieg in OpenSCAD wollte ich ja eigentlich auch noch zeigen. Also nochmal von vorne, Grafik, OpenSCAD. Ja, dieses erste Fenster, das hat hier schon einige Beispiele, die man sich angucken kann, um OpenSCAD zu lernen. Aber wir machen das in der Einführung wirklich Schritt für Schritt mit den einzelnen Grundformen. Auch etwas über die Funktionsweise, wie das Zeichnen, wie das Rendern, wie das Preview funktioniert, wird hier erklärt. Auf der linken Seite sieht man die Dateien, die man zuletzt bearbeitet hat. Ja, und dann mit Hilfe geht es in die Webseite rein. Üblicherweise klicken die meisten auf Neu, wenn man was Neues machen möchte. Und um dieses Einstiegsfenster zu sparen, kann man auch anklicken, Dialog nicht wieder anzeigen. Ich finde es eigentlich ganz praktisch, dass es erscheint. Insofern lasse ich das hier ausgeschaltet. Und mit Neu kommt man dann in die eigentliche Oberfläche von OpenSCAD. Ja, das ist im Tutorial, sind wir jetzt schon in der Nummer 3. Vielleicht sollte ich noch was dazu sagen. Es gibt eine Online-Version von OpenSCAD, opensCAD.net, die kennt aber nicht alle Funktionen, auch teilweise einige der Grundfunktionen nicht. Zum ersten Einstieg kann man die verwenden, wenn es sich aus irgendwelchen Gründen nicht installieren lässt. Ja. Vom Look and Feel her ähnlich wie wie das richtige Programm. Ein bisschen langsamer. Ja. Ich mache mal eher was Einfaches. Cube 50. Eigentlich hätte jetzt hier ein Würfel erscheinen sollen. Will
heute nicht. Aber wir wollen sowieso das richtige Programm verwenden. Habt ihr es schon runtergeladen und installiert oder braucht ihr noch Zeit? OpenSCAD. Oder Hilfe, dann komme ich vorbei. Klappt? Die PDF-Datei ist schon auf Knoppernet. Knoppernet, Knoppix-Tage 2018. Ja. Wie gesagt, hätte ich das USB-Kabel, würde ich es auch gerne ausdrucken. Ja. Programm ist, genau, runtergeladen, installiert. Ja. Ah, ist schon, schon Profi. Ja. Jetzt. Ja. Also den Slicer und Entwicklung, genau. Den Slicer braucht man nur, wenn man selber einen 3D-Drucker hat und dafür spezifische Einstellungen machen möchte. Ich habe mich sehr viel gefragt, welche G-Code Favoriten nimmt man das dann? G-Code Favoriten? Er hat mir da verschiedenste Versionen von G-Code angeboten. Ach so, ja, das steht bei dem Drucker dabei. Die meisten Drucker unterstützen die RepRep-Firmware oder Marlin. Die unterscheiden sich nicht sehr. Einige haben ein paar Befehle mehr oder weniger für den Reset und so. Genau, RepRep, Marlin, Sprint, das ist die häufigste. Das stimmt schon. Es gibt auch Drucker, die arbeiten mit Zylinderkoordinaten, die haben dann eine andere Firmware. Ja. Also beim Slicer stellt man wirklich nur, wenn man einen eigenen 3D-Drucker hat, dort die Eigenschaften ein, auch welche Düse drin ist, welches Material und so weiter, das braucht ihr nicht. Ja? Also mit OpenSCAD konstruieren wir die Formen und die sind dann erstmal völlig unabhängig davon, auf welchem Drucker die gedruckt werden. Haben alle das Fenster von OpenSCAD mit links dem Editor, rechts das Koordinatensystem und unten Konsole? Wenn nicht, bitte melden, dann komme ich noch schnell vorbei und helfe bei der Installation. Auf dem Mac. Da bin ich. Ah, wunderbar, ich gut. Knoppernet. Ah, das Tutorial, genau. Knoppernet, Knoppix-Tage, kleingeschrieben. Genau, das reicht schon. Und dann Return und dann unter 2018 OpenSCAD-Tutorial.pdf. Genau. Also wer lokal nicht an das Tutorial kommt, unter knopper.net, Knoppix, Tage, kleingeschrieben. Dort im Ordner 2018, da gibt es das OpenSCAD-Tutorial.pdf. Für Tablets gibt es auch eine Variante. Man sollte dann aber mit einem Bluetooth-Keyboard arbeiten, weil mit Touchscreen Quelltexte einzugeben ein bisschen schwierig ist, finde ich. Dort heißt es CorgCAD. Ja, da ist es für Android. Auf Smartphones ist OpenSCAD mit etwas reduziertem Funktionsumfang auch als App unter dem Namen CorgCAD verfügbar. Ja, also ich würde es zum Beispiel dann einsetzen, wenn ich was auf dem Computer gemacht habe und mir diese Datei, die OpenSCAD-Datei, auf dem Smartphone oder auf dem Tablet angucken will. So, hier sehen wir dieses dreigeteilte Fenster. Auf der linken Seite wird gearbeitet. Auf der rechten Seite sieht man im Preview das Ergebnis, kann das auch mit der Maus drehen, aber ansonsten nicht verändern oder zeichnen oder irgendwas abnehmen und woanders hin verschieben. Das wird alles wirklich hier im Texteditor mit einer sehr einfachen Programmiersprache programmiert. Hier unten sind Meldungen, Tipps, Informationen zum Rendering und auch wenn man einen Fehler gemacht hat, Hinweise, wo der Fehler liegen könnte. So Sachen wie geschlossene Klammer oder Klammern falsch gesetzt oder eine vergessen, werden meistens erst viel, viel weiter hinter dem eigentlichen Fehler gemeldet. Da muss man durchgehen und gucken, wo könnte die fehlende öffnende Klammer sein oder wo habe ich vergessen, die Klammer tatsächlich zu schließen, nicht erst am Ende, sondern irgendwo mittendrin. Ja, aber sehen wir dann. Gut, also damit arbeiten wir. Ja, und dann können wir eigentlich schon
loslegen, so eine kleine Hilfe, welche Taste was macht und vergrößern, verkleinern und so. Das sehen wir dann eh gleich, wenn wir anfangen zu programmieren. Eine Sache, die ihr vielleicht parallel aufmachen könnt, weil die sehr hilfreich ist und auch nicht allzu groß, ist das OpenSCAD Cheat Sheet. Also eine Liste mit Hilfen zu allen Funktionen. Ja, und ich kann euch sagen, das ist die komplette Programmiersprache OpenSCAD. Mehr Befehle, als hier draufstehen, gibt es nicht. Ja, also kann man sogar als Spickzettel auswendig lernen, wenn man möchte. Natürlich gibt es zu jedem Befehl dann noch Hinweise, Anleitung und so weiter. Aber die komplette Übersicht sehen wir hier. Und wir brauchen auch nicht alle Befehle. Die meisten davon sind erweiterte Funktionen. Wir können uns auf die beschränken, die mit erstmal unseren Einsteigerfunktionen zu tun haben. Die mathematischen Funktionen, die braucht man auch eher selten. Außer man möchte Formen generieren, die aus der Mathematik stammen. Zum Beispiel Apfelmännchen oder eine Sinuskurve, dann kann man Sinus, Cosinus, Tangens und so weiter verwenden. Also alle mathematischen Funktionen stehen hier auch zur Verfügung und können verwendet werden, um bestimmte Formen abzufahren. Diese hier sind enorm praktisch, aber gehen schon eher in den fortgeschrittenen Bereich rein. Schleifenkonstruktionen. Und von diesen Spezialvariablen werden wir eigentlich nur das $FN verwenden, um Körper zu generieren, die ursprünglich rund waren, dann aber eine bestimmte Anzahl von Ecken bekommen sollen, die dann auch beim Ausdruck genauso funktionieren. Ja, also wenn man das im Browser offen hat und möchte einen Befehl nochmal nachschlagen, wie der richtig aufgerufen wird, kann man draufklicken und sich angucken, was für Möglichkeiten man hat. Das Cheat Sheet und das ausführliche User Manual, das ist dann wirklich sehr ausführlich, brauchen wir aber erstmal nicht. So, da geht's los. Die erste und wichtigste Funktion ist der Kommentar. Das lernt man eigentlich bei jeder Programmiersprache als erstes. Hiermit kann man sich nämlich selber Notizen machen im Quelltext. Machen wir gleich. Die Schriftgröße kann man übrigens mit Steuerung und dem Mausrad verändern oder Steuerung plus oder minus im Editorfenster. Ja, so kann man es etwas besser lesbar machen oder auch etwas kompakter, wenn man größere Kommandozeilen dort auf einer Seite unterbringen will. Ein einzeiliger Kommentar und mit Schrägstrich Stern. Kann ich auch Kommentare über mehrere Zeilen machen. Und diese Art von Kommentierung wird auch oft verwendet, um Programmteile auszublenden. Die erscheinen dann nicht mehr in der Ausgabe, werden quasi vom Programm ignoriert. Wenn ich also zum Beispiel eine Spielfigur erzeugt habe aus mehreren Befehlen, kann ich mit Schrägstrich Sternchen am Anfang und Sternchen Schrägstrich am Ende, also spiegelverkehrt, kann ich diesen Programmteil einfach entfernen. Ja, mit dem Zeilenumbruch, da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. OpenSCAD zeigt, dass diese beiden Zeilen zur gleichen Programmzeile gehören, nämlich zur Zeile 1, angedeutet durch diesen Zeilenumbruch hier hinten, der gar keiner ist. Das Wort Programm gehört also noch zu der Zeile vorher. Nur dann, wenn eine neue Zahl auf der linken Seite kommt, fängt auch tatsächlich eine neue Zeile an. Das sieht man, wenn man den Text wieder verkleinert, irgendwann rutscht der Text wieder nach oben. So, Kommentare. Ja, ganz wichtig, werden wir auch sehr intensiv verwenden, um uns Dinge zu merken. Anweisungen in OpenSCAD. Jedes Grafikelement, jede Funktion wird aufgeschrieben mit einem Semikolon dahinter.
Strichpunkt auf Österreichisch. Habe ich mir von den Kindern beim OCC sagen lassen. Ich darf nicht Semikolon sagen. Ich muss Strichpunkt sagen und ich sage auch nicht Komma, sondern Beistrich. Gut. Danke. Ich lerne dazu. Gut, also ein Strichpunkt hinter jeder Anweisung sorgt dafür, dass diese Anweisung dann auch erkannt und ausgeführt wird. Und ja, runde Klammern auf, runde Klammern zu, werden wir sehen, gehören zu fast jedem Befehl mit dazu. Anweisungsblöcke, also mehrere zusammengehörende Befehle, können mit geschweifter Klammer auf eingeleitet werden und mit geschweifter Klammer zu abgeschlossen werden. In dem Fall braucht man hinter der geschweiften Klammer zu keinen Strichpunkt, sondern das OpenSCAD erkennt einfach, hier ist jetzt ein Anweisungsblock zu Ende. Trotzdem muss hinter jeder einzelnen Anweisung immer ein Strichpunkt stehen. Das ist im Grunde Java-Syntax. Es ist wie Java, C, C++, Python, obwohl in Python verwenden wir da Klammern, ich glaube, da verwenden wir keine, sondern Einrückung. Ist aber auch so ähnlich. Also ist wie in fast allen Programmiersprachen. Deswegen verwende ich tatsächlich in Grundlagen der Informatik OpenSCAD als erste Programmiersprache, weil es dann sehr leicht ist, auf Java umzuschwenken. Ja, also Studenten lieben noch OpenSCAD und bei Java fragt man sich dann, warum brauche ich jetzt eine Klasse, warum muss ich jetzt hier ein Public Static Void Main machen. Grundsätzlich sind die Variablen in OpenSCAD nicht streng typisiert. Ich kann also in einer Variable Zahlen speichern, Fließkommazahlen, Ganzzahlen oder Texte oder auch Arrays, das geht auch. Ist also nicht streng typisiert wie bei C oder wie bei Java, eher Python-ähnlich. Gut, aber das mit den Strichpunkten und mit den geschweiften Klammern, das ist wie in fast allen Programmiersprachen auch. Eignet sich also auch gut als Einstieg. So, dann schreiben wir mal unser erstes Programm auf. Die Kommentare können wir lassen, wo sie sind. Und fangen mal an mit einem einfachen Würfel. Der Befehl Cube, ja, Englisch für Würfel, runde Klammer auf, runde Klammer zu und der Strichpunkt dahinter wird auf der linken Seite getippt, hinter den Kommentaren irgendwo. Ob man Leerzeichen hier reinmacht oder nicht, ist wurscht. Ja. Wichtig ist der Strichpunkt am Ende. Ja. Gut, ich habe Cube getippt, nichts passiert. Das liegt daran, dass ich dem OpenSCAD, wie bei allen Programmiersprachen noch sagen muss, übersetze mir das jetzt und zeige mir das Ergebnis an. Und das geht entweder mit der Taste F5 oder es gibt auch einen Button dazu, diesen Vorschau-Button. Wenn man möchte, kann man da auch draufklicken. Ich nehme in der Regel die Taste F5, weil es schneller geht. Wenn man jetzt ganz genau hinguckt, sieht man hier einen ganz, ganz kleinen Punkt in der Mitte, wo man mit dem Mausrad auch dran scrollen kann. Oder hier unten auf das Plus klicken, das geht auch. Oder in der Ansicht auf Zoomen, rein und raus zoomen, klicken. Ja, warum ist der so klein? Befehle, wo nichts drin steht, haben immer einen Standardwert drin. In dem Fall von Cube ist es der Wert 1. Also ob ich dort nichts reinschreibe oder den Wert 1, führt zum gleichen Ergebnis, nämlich einen Würfel mit Kantenlänge 1 in alle Richtungen. Ja, Koordinatensystem kartesisch, wie gewohnt aus der Mathematik, die x-Richtung standardmäßig von links nach rechts, die y-Richtung von uns weg und die z-Richtung geht nach oben. Kann man natürlich drehen, wodurch sich das Ganze verschiebt. Ja, da gilt so die rechte Handregel mit x, y, z. Ja, Würfel mit der Kantenlänge 1. Aber wie groß ist dieser Würfel jetzt in der Realität? Ja, die offizielle Antwort ist, es ist egal, weil das Skalieren, wie groß die Objekte gedruckt werden, das kann ich später beim Ausdrucken noch machen. Standardmäßig ist es aber tatsächlich so, dass die meisten Programme diese Größen ohne Dimension als Millimeter interpretieren. Das heißt, wir haben jetzt, wenn man es ausdrucken würde, einen Würfel erzeugt mit 1 Millimeter Kantenlänge. Das ist nicht viel. Machen wir den mal ein bisschen größer. Ich schreibe mal eine 10 rein. Wieder F5. Ja, und dann wächst der Würfel an und hat jetzt 10. Ja, die einzelnen Striche, die sieht man erst, wenn man etwas reinzoomt. Die verschwinden dann, wenn man etwas rauszoomt, damit es nicht unübersichtlich wird. Ist jetzt ein Würfel der Kantenlänge 10. Ja, der Mathematiker sieht auch sofort, eine Eigenschaft, Würfel fangen mit der linken unteren Ecke im Ursprung des Koordinatensystems an. Ist bei Würfeln so.
Wenn man das nicht möchte, sondern sagt, ich hätte gerne einen Würfel, der soll in der Mitte sitzen, also Mittelpunkt des Würfels gleich Mittelpunkt Koordinatensystem, kann ich hier noch was reinschreiben mit Beistrich getrennt, Center gleich True. Ein bisschen Platz sparen, entferne ich die Leerzeichen. Woraufhin sich der Würfel in die Mitte des Koordinatensystems verschiebt. Damit ich nachher noch weiß, was ich gemacht habe, mache ich vorne dran einen Kommentar. Würfel mit Kantenlänge 10, mittig zentriert. Der Kommentar geht nur über eine Zeile, obwohl hier Zeilenumbrüche angezeigt werden. Ja, sieht man an der Zeilennummer, hier Zeile 9, hier Zeile 10. Deswegen reicht es, wenn ich den mit dem doppelten Schrägstrich als Kommentar markiere. Häufiger Fehler, man vergisst einen schließenden Kommentar bei dieser Variante. Ja, wenn ich das Programm dann übersetze, erscheint gar nichts und man wundert sich, wieso. Naja, weil eigentlich alles auskommentiert ist. Mache ich wieder rein, erscheint da wieder. Insofern sind diese Einzelzeilenkommentare mit den doppelten Schrägstrichen davor etwas ungefährlicher. Die sind nach der nächsten Zeile wieder aufgehoben. Klappt das mit dem Würfel? Ich gehe mal rumgucken. Ja. Gut. Ja. Dann stellt er bei mir den. Ah, du hast ein Leerzeichen hier gemacht zwischen dem. Das ist der Grund. Das ist der Grund, ja. Okay. Ja, ansonsten spielen. Der müsste da sein. Möglicherweise bist du zu weit rausgezoomt. Geh mal auf zurück, an sich zurücksetzen. Das ist dieser Kreis da rechts. Genau. So, na, da muss noch ein Fehler drin sein. Hast du mit der 5 neu übersetzt? Noch nicht? Ja. Ah, ja. Gut, klappt. Yep. Yep. Gut. Du machst eher was anderes. Klappt? Klappt. Gut. Ah, schon viel, viel weiter. Ja. Gut. Ja, einige von euch haben es ja eh schon mal gemacht und schon viel weiter gemacht. Das ist der hier. Pyramiden. Ja. Okay. So, dann haben wir schon eine der ersten Grundformen kennengelernt, nämlich diesen Würfel. Möchte ich diese Variante jetzt unsichtbar machen, kann ich vor diesen Würfel, vor den Cube, ebenfalls einen doppelten Schrägstrich machen. Und dadurch ist dieser Befehl auskommentiert und der Würfel verschwindet wieder nach F5. Der nächste Würfel soll eigentlich ein Quader werden. Ein Quader mit drei unterschiedlich langen Seiten. Der Befehl dazu ist aber immer noch Cube. Runde Klammer auf und jetzt kommt ein sogenannter Vektor. Das ist die Angabe einer X, Y und Z Länge. Die wird in eckigen Klammern geschrieben. Also Alt, GR und 8. Nehmen wir einfach mal 10, Beistrich 20, Beistrich 30. Leerzeichen sind hier jetzt wieder egal. Ja, ich kann also vor die Zahlen noch Leerzeichen machen oder auch nicht. Bedeutung, x gleich 10, y gleich 20, z gleich 30, also ein Würfel, der 10 breit ist, 20 tief und 30 hoch. Ja, wieder in Millimetern gedacht. Mit F5 kann ich mir den anzeigen lassen. Auch den kann ich, wenn ich möchte, zentrieren. Dann würde ich hier hinten wieder Beistrich Center gleich True dahinter schreiben. Ja, aber ich versuche nicht zu viel Informationen in eine Zeile reinzupacken. Ja, gut. Funktioniert.
Gut, das war ja einfach. Das kriegen die Kinder auch relativ fix hin. Und wie man aus Minecraft weiß, Minecraft kann man ja aus Würfeln die ganze Welt zusammensetzen. Aber natürlich gibt es noch ein paar mehr Formen, die man verwenden kann. Und wir müssen ja auch noch lernen, wie man diesen Würfel dann irgendwohin verschieben kann. Ich kommentiere den wieder aus. Zwei Schrägstriche davor und wir machen weiter mit der nächsten Form. Aber das war nicht immer die Vorstellung, also jetzt kann ich jetzt eingreifen und dann aus, das Objekt mal verschieben und dann das hier nicht. Genau, also man kann hier wirklich nur es drehen, um sich zu orientieren, größer, kleiner. Also man kann hier nicht Würfel irgendwie ineinander schieben oder kippen oder so. Das ist Absicht bei diesem Programm. Man programmiert also wirklich parametrisch, ist eine Beschreibungssprache für Objekte und es gibt keine Missverständnisse, dass irgendwas sich nicht ganz überlappt oder so, weil man nicht richtig gezielt hat. Bei Blender habe ich das ja oft gesehen, dass die Kinder denken, ich habe hier ein Haus gezeichnet, das ist doch perfekt, aber es lässt sich einfach nicht drucken. Ja? Und wenn man dann ganz nah ranzoomt, dann sieht man, da ist ein kleiner Spalt drin, da ist ein Punkt doppelt und so. Die Sachen sieht man halt einfach nicht auf Anhieb und manchmal ist es auch gar nicht zu erkennen, wenn zum Beispiel eine Kugel auf einer Platte steht, ob der jetzt der untere Punkt verbunden ist oder nicht, das ist fast unmöglich herauszufinden und daran scheitert es dann meistens beim Drucken. Und bei OpenSCAD gibt es keine Missverständnisse, da kann ich wirklich präzise sagen, diese beiden Körper beginnen und enden im gleichen Punkt. Ja? Wer lieber zeichnet, kann auch FreeCAD nehmen, das erlaubt beides, sowohl Programmierung, FreeCAD. Das gibt es auch auf der Knoppix. Unter Grafik, FreeCAD, ja. Das FreeCAD, freies CAD. Ja. Das meldet sich am Anfang mit einer netten Fehlermeldung, dass er irgendein GUI nicht laden kann. Das kann man aber schnell beheben, indem man auf Ansicht klickt und dann die Complete-Ansicht freischaltet. Genau, Arbeitsbereich, Complete, hier oben. Das dauert dann ein Weilchen und dann hat man sehr, sehr viele Buttons. Ja, ich habe auf der CeBIT ein paar Leute kennengelernt, die können mit diesem Programm hervorragende Ergebnisse produzieren. Mich überfordert es, muss ich sagen, aber ist eine Variante. Und eine weitere Variante für den Unterricht, wenn man nur mit Grafik arbeiten will und gar nicht programmieren, also ohne Tastatur, ist Tinkercad. Das kennen die meisten schon. Ja. Man braucht die Cloud, ja, es ist nicht auf dem eigenen Rechner drauf, Accounts und so, ja. Aber ist auch nett gemacht, also man kann damit arbeiten. Ja. Das Ziel für mich bei OpenSCAD ist halt auch tatsächlich die erste Programmiersprache beizubringen und da hat man schnelle Erfolgserlebnisse und es ist nicht allzu kompliziert und man lernt alle Konstrukte, die man später für Java und andere Programmiersprachen brauchen kann. Ja, man wird ein bisschen verwöhnt, weil die Variablen nicht streng typisiert sind. Aber da muss man dann später, wenn man Java lernt, nochmal durch, sich mit Klassen und Datentypen auseinanderzusetzen. Gut, machen wir die nächste Grundform. Eine Kugel. Bei Kugeln kann man ja zwei verschiedene Dinge angeben. Einmal den Radius und einmal den Durchmesser. Durchmesser ist der doppelte Radius. Ja, insofern können wir hier das erste Mal eine Variable in Aktion sehen. Sphäre, runde Klammer auf. D ist gleich 50, sagt, zeichnen wir bitte eine Kugel mit einem Durchmesser von 50 mm. Andere Variablen kennt die Sphäre nicht. Die Kugel ist auch automatisch immer am Mittelpunkt des Koordinatensystems zentriert. Also Mitte der Kugel gleich Mitte des Koordinatensystems. Man kann sich das so merken, alles was rund ist, wird mittig zentriert und alles was eckig ist, liegt auf einer Ebene oder in einem Punkt des Koordinatensystems. Also bei der Kugel noch Center gleich True reinzuschreiben, bringt nichts, weil die sowieso schon an der Mitte zentriert ist. Ja, würde ich hier Radius gleich 50 reinschreiben, also R gleich 50, wird die Kugel doppelt so groß.
Einen interessanten Effekt kann man hier schon beobachten, wenn man ganz kleine Durchmesser versucht. Ich nehme mal den Durchmesser 1, das wäre auch der Standard bei der Kugel. Da muss ich schon arg ranzoomen und dann sieht die Kugel auf einmal so aus. Ja, warum ist es so? Das hat man in der großen Ansicht auch schon ansatzweise gesehen, dass versucht wird, runde Körper durch Dreiecke anzunähern. Das kann man auch sichtbar machen, oben in der Ansicht mit Kanten anzeigen. Da sieht man dann diese kleinen Dreiecke. Die sogenannte Tessellation oder Tessellierung von Objekten. Man versucht, runde Objekte durch gerade Flächen anzunähern und da ist das Dreieck eben die kleinste oder das kleinste Eck, was man als Fläche darstellen kann. Und dadurch bekommt diese Kugel einen etwas eckigen Charakter. Ausgedruckt sieht sie aber auch so aus. Also es ist nicht nur ein reiner Fehler in der Ansicht, sondern das ist bewusst so gewollt, dass man eine bestimmte Menge von Außenpunkten angeben kann, die die Kugel runder oder eckiger machen. Ja? Bleiben wir mal bei dem Beispiel D gleich 1. Wenn ich jetzt eine Kugel mit 1 mm Durchmesser tatsächlich drucken möchte, welcher Drucker kann das eigentlich? Ja? Unser Laser könnte es wahrscheinlich. Und ich möchte, dass sie trotzdem rund wird, dann kann ich angeben, wie viele Außenpunkte er zeichnen soll. Das geht mit $FN ist gleich und dann darf man eine Zahl angeben. Zum Beispiel die Zahl 4, woraus aus der Kugel plötzlich ein Würfel wird. Ich schreibe das noch dazu. $FN gibt die Zahl der Außenflächen an, die generiert werden. Ja, auch da ist es so, obwohl hier Sphäre steht, würde das auch als Würfel gedruckt werden. Die Flächen müssten 6 Punkte sein. Stimmt, du hast recht, Punkte natürlich, die Zahl der Außenpunkte. Ja. Stimmt, die Außenpunkte. So, die 6 führt zu diesem Objekt, eine 8, macht noch mehr Punkte. Bevor ihr mit hohen Zahlen experimentiert, ab etwa 100 wird es dann kritisch. Der Rechner braucht nämlich für diese Tessellation viel Hauptspeicher. Ja, die Schüler versuchen jedes Mal wieder, obwohl ich sie davor warne, 1000 oder 10.000 einzugeben. Spätestens wenn ihr F6 drückt für das Rendering, bleibt der Rechner unter Windows stehen. Ja, da ist der Speicher alle. Unter Linux geht's. Also da braucht er halt nur viel Speicher, fängt an in den Swap zu kommen. Man kann das Programm dann noch schnell beenden. Aber hohe Zahlen bitte vermeiden. Ich nehme jetzt mal 100. Ja, und so wird aus diesem 1 mm klotzigen Kugel eine sehr schön glatte Kugel. So hohe Auflösungen braucht man normalerweise nie. 40 oder sowas ist in der Regel ausreichend. Ja, genauer kann es der Drucker auch nicht darstellen. Nur wenn man Dinge hat, die halt wirklich sehr, sehr genau, sehr rund sein sollen und entsprechend viele Eckpunkte haben, kann man mit dieser $FN-Variable, und die funktioniert in jedem dieser Körper, experimentieren und die Anzahl der Ecken hochdrehen. Ja. Ich nehme mal 12, da kann man den Effekt ganz gut sehen. Und das funktioniert übrigens auch, wenn ich jetzt mit der Kugelgröße wieder hochgehe. Ja, auf die 50 wollten wir eigentlich machen. Auch die Kugel mit Durchmesser 50 hat jetzt diese 12 Ecken im Außenbereich und würde aus dem Drucker folglich auch so rauskommen. Was eigentlich gar nicht schlecht ist, denn durch diese platte Ober- und Unterseite lässt sie sich leichter auf der Druckplatte befestigen. Mit diesem Trick arbeiten die Kinder auch ganz gerne, um aus einer Kugel oder dem Zylinder dann Diamanten und andere Formen herzustellen, die ansonsten ziemlich schwierig zu zeichnen wäre. Ich speichere es mal ab in unserem Webverzeichnis, dann könnt ihr es nämlich auch gleich runterladen. Bei mir unter www, kann ich das eingeben? www.
auf x Tage. Ich nenne es Übung 1 oder 01.scat. Im Vergleich mit MeshLab ist OpenSCAD eigentlich sehr stabil. Ja, nur bei so Sachen mit vielen Polygonen, na, so irrsinnig hohen Dollar-FNs, wird es manchmal so langsam, dass man es einfach schließt und wieder neu starten möchte. So, also ist gespeichert bis dahin. Viel mehr Sachen kann man mit der Kugel eigentlich nicht machen. Wir gehen über zum dritten Grundkörper in OpenSCAD und das ist der Zylinder. Die Kugel habe ich jetzt wieder auskommentiert, damit man den neuen Körper sehen kann. Ein Zylinder, was hat Zylinder für Abmessungen? Der hat normalerweise eine Höhe, ja, und der hat auch einen Radius oder Durchmesser, der die runde Seite beschreibt. Also Zylinder wird immer durch zwei solche Werte beschrieben. Ein Würfel durch drei, Kugel durch einen, Zylinder durch zwei Werte. Mit Höhe 50 und Durchmesser 30, na, dass man mal so ein bisschen Unterschied sieht. Zylinder heißt auf Englisch Zylinder, nur ein bisschen anders geschrieben, nämlich mit C. Die Höhe H soll 50 sein, der Durchmesser D soll 30 sein. Runde Klammer zu und den Strichpunkt nicht vergessen. Ja, und da ist er, unser Zylinder. Auch hier gilt wieder diese Regel, die runden Sachen sind mittig zentriert. Ja, das heißt, der Mittelpunkt des Koordinatensystems ist in der XY-Mitte unseres Zylinders. Aber die Ecken, also die glatte Fläche hier, die steht auf dem Koordinatensystem drauf. Ja, diese Anfangspositionierung, das ist halt später beim Verschieben wichtig, ob ich den Körper zentriert habe an seiner eigenen Mitte oder ob dieser Regel gefolgt wird, runde Sachen zentriert, eckige Sachen an der Kante. Von dem Zylinder gibt es eine Variante, den Kegel. Auch der wird aber als Zylinder geschrieben. Ein Kegel, ja, ausgedruckt habe ich da hinten irgendwo einen solchen stehen. Ein Kegel hat ja zwei Radien. Der hat unten den Radius oder den Durchmesser und der hat oben ebenfalls einen Radius und die beiden können sich unterscheiden. Dementsprechend gibt es ein D1, dem verpasse ich die Größe 100. Es gibt ein D2. Das wird 50 und die Höhe mache ich auch wieder auf 50. Ja, so sieht das dann aus. Ein Kegelschnitt, wo ich die beiden Durchmesser als D1 und D2 angeben kann und die Höhe als H. Den Winkel brauche ich nicht anzugeben, der ergibt sich einfach aus diesen drei Angaben. Soll er ganz spitz zulaufen, dann machen wir D2 gleich 0. So, das waren alle drei Grundkörper. Ja, mehr gibt es nicht. Das ist schon mal ganz gut zu wissen. Aus diesen drei Grundkörpern kann man alles zusammenstellen. Möchte man jetzt Polygone, also eigentlich heißt es ja Polyeder. Ne? Polygon ist ja flach und Polyeder ist dreidimensional. Polyeder kann man durch Arrays definieren, das finde ich aber ehrlich gesagt viel zu kompliziert. Meistens reicht es, wenn man einen Würfel oder einen Zylinder oder eine Kugel mit diesem $FN in einen Polyeder umwandelt. So kann man die gleichen Formen erzeugen. Der Vollständigkeit halber zeige ich hier noch in der
Zusammenfassung auf der Seite 9 sind diese Polyeder angegeben. Da definiert man zunächst mal die Punktkoordinaten der Eckpunkte. Dann muss man aber auch noch sagen, zwischen welchen dieser Punkten die Flächen aufgespannt werden. Und hier ist auch noch die Reihenfolge richtig. Man muss immer im Uhrzeigersinn gehen. Ansonsten wird aus einer Außenfläche eine Innenfläche und das Objekt bekommt ein Loch an der Stelle. Deswegen, ich würde Polyeder eigentlich nach Möglichkeit ganz vermeiden und immer versuchen, mit den drei Grundformen und dem $FN das Notwendige herzustellen. Zum Beispiel haben wir hier unten eine Übung. Da war eigentlich gedacht, dass die Studenten einen solchen Polyeder generieren sollen mit Eckpunkten und Flächen. Ein Student kam dann auf eine viel, viel einfachere Lösung, wie ich diese Pyramide mit einem Zylinder herstellen kann. Ja, das können wir hier an der Stelle mal machen. Eine Pyramide ohne diese Funktion Polyhedron. Wir fangen mit einem Zylinder an. D1 gleich 50, Höhe gleich 50, D2 gleich 0. Mal gucken, ob es von der Geometrie her stimmt. Ja, für die Pyramide dürfte die Höhe dann eigentlich nur 25 sein. Ja, gut. Das ist schon mal die halbe Pyramide, nur hat die Pyramide eben eine viereckige Grundfläche. Ja? Und die vorhin aufgepasst haben, wissen, was ich jetzt machen muss, damit die viereckig wird. $FN gleich 4, ganz genau. $FN gleich 4. Wo habe ich mich vertippt? Hier habe ich den Beistrich vergessen hinter der 25. So. Und fertig. Aufgabe gelöst. Möchte ich eine fünfeckige Pyramide, mache ich entsprechend eine 5 rein. Ja, bei dem Tetraeder mache ich eine 3 rein. Also man kann tatsächlich jede beliebige Form herstellen. Und wenn ich oben noch Ecken haben möchte, so diamantmäßig, dann würde ich aus dem D2 gleich 0 eben einen anderen Wert machen. Und habe dann oben auch die entsprechende Form. Also das Polyhedron ist eigentlich überflüssig. Die meisten Sachen kann man mit Zylinder oder Sphäre und dem $FN herstellen. Und es ist viel schneller zu programmieren, als wenn man einzelne Eckpunkte angibt. Tetraeder? Drei? Ja. Wie drehen? Habe ich noch nicht verstanden. Also vier Seiten. Vier Seiten ist ja Pyramide. Ah, genau. Du möchtest, da kommen wir jetzt auch schon zu der ersten Transformationsfunktion. Die wollte ich eigentlich in die Übung 2 reinschreiben. Mache ich auch. Ich speichere das erstmal ab unter Übung 01. Und dann lösche ich die Vorgänger hier mal raus. Speichern unter Übung 02. Und nenne das Transformationen. Ja, wir beginnen mit dem Beispiel mit der Pyramide, das finde ich gut. Unsere Pyramide von vorhin. Also Zylinder. D1 gleich 50, D2 gleich 0, H gleich 25, $FN gleich 4. Und die wollen wir jetzt drehen, sodass die Ecken genauso sind, wie das beim Würfel der Fall gewesen wäre. Drehen um 45 Grad um die Z-Achse. Das wollen wir machen.
Ja, ich schreibe das jetzt ganz bewusst vor die Pyramide. Ja, also der Kommentar dazwischendrin, der stört nicht, aber das Rotieren muss vor den Zylinder. Rotate. Und auch hier ist es so ähnlich wie beim Würfel. Ich gebe jetzt hier in eckigen Klammern wieder die Winkel an. Und zwar wirklich in Grad. Also nicht in Radians, in Vielfachen von Pi, sondern einfach in Grad. Um die X-Achse möchte ich nicht rotieren, also 0. Um die Y-Achse möchte ich auch nicht rotieren, wieder eine 0. Und um die Z-Achse möchte ich 45 Grad rotieren. Das war es auch schon. Und hier jetzt bitte kein Strichpunkt dahinter. Warum? Das Rotate soll ja auf den Zylinder wirken. Ja, würde ich hier ein Semikolon dahinter machen, hätte es keine Wirkung auf den Zylinder, weil der Befehl hier schon zu Ende ist. Lasse ich den Strichpunkt weg, wirkt das Rotate auf den Zylinder. Das könnte man eigentlich in die gleiche Zeile schreiben. Ja, genau. Ich wollte es halt nur mal auseinander machen. Wir machen das beim Translate dann in eine Zeile als nächsten Befehl. Da Rotate auf den nächsten Befehl wirken soll. Ja, also man sieht es jetzt farblich so ein bisschen, dieses Rotate hier, das wirkt auf den Zylinder, dadurch, dass die beiden nicht durch einen Strichpunkt getrennt sind. Ja, also hier hinter kommt quasi direkt der Zylinder. Man kann es in eine Zeile schreiben, man muss es aber nicht machen. So, Drehung durchgeführt. So schaut's aus. Ja, klappt überall? Okay. Bitte? Mit F5 wieder übersetzen und dann müsste es sich bezüglich des Koordinatensystems. Ja, genau. Genau. Du kannst das Rotator einfach auskommentieren und siehst dann, wie es sich wieder um 45 Grad dreht. Ja. Gut. So, und da der nächste Körper jetzt verschoben werden soll, lasse ich die gedrehte Pyramide einfach hier in der Mitte stehen und mache einen neuen Körper, der jetzt erstmal im Mittelpunkt steht, aber dann nach rechts verschoben werden soll. Erstmal, ja, machen wir einen Cube. Oder eine Sphäre ist vielleicht besser. Dann sieht man, wie die über die Pyramide hinausragt. Sphäre D gleich, wie groß ist die Pyramide? 50, ja, das müsste man ganz gut sehen. Sphäre D gleich 50, Beistrich nicht vergessen. Ah, doch, die umschließt die Pyramide ganz, das ist etwas schlecht. Nehmen wir vielleicht 40, dass man die Pyramide noch so ein bisschen sehen kann. Da ist es, ja. Auch interessant, so als Wurfstern lässt sich furchtbar schwer drucken, weil es nirgendwo eine glatte Auflagefläche hat. Diese Kugel soll jetzt nach rechts verschoben werden. Ja, statt Rotate schreibe ich jetzt vor die Sphäre Translate. Translate ist eigentlich, kennt man als Wort für übersetzen, bedeutet aber auch in der Geometrie versetzen an einen anderen Punkt. Ja, versetzen oder übersetzen. Hier haben wir wieder die eckige Klammer auf und jetzt haben die Koordinaten die Bedeutung x, y und z. Ich möchte es gerne um 50 nach rechts verschieben. Also 50, 0, 0, x, y und z. Und wieder kein Strichpunkt dahinter, denn das Translate soll ja auf die Sphäre wirken. Ich rücke die Sphäre so ein bisschen ein, dass man sieht, dass es zusammengehört. Verschieben der Kugel um 50 nach rechts.
Möchte ich, dass die Kugel auf dieser Ebene aufsitzt, dann müsste ich sie ja noch um den halben Durchmesser, also um 20 nach oben verschieben. Können wir auch machen. Um 50 nach rechts und 20 nach oben. Also Translate 50, 0, 20. Und mit dem Wissen, mit Translate, dass das verschiebt, könnten wir jetzt auch die erste Übung lösen, die auf unserem Tutorial drauf ist. Das ist die 6.1.1, die Spielfigur. So, diese Spielfigur besteht ja aus nichts anderem als einem Kegel, also Zylinder, und einer Kugel obendrauf. Wir müssen also eigentlich nur beide Formen programmieren und die Kugel eigentlich genau um die Höhe des Kegels nach oben verschieben, da die Kugel ja in der Mitte des Koordinatensystems sitzt und der Zylinder sitzt auf der XY-Ebene. Wenn ich die Kugel genau um die Höhe des Zylinders nach oben verschiebe, dann sitzt der höchste Punkt des Zylinders in der Mitte der Kugel. Ne? Passt schon. Das heißt, die beiden Befehle werden eigentlich ziemlich einfach. Ein Zylinder, D gleich 50, H gleich 50. Probieren wir das einfach mal. Und eine Sphäre. D gleich 50, die darf so weit sein wie der Zylinder oder vielleicht ein bisschen weniger, 30, sonst fällt es um. Und die Sphäre muss ich gegenüber dem Zylinder verschieben, also Translate 0 in X, 0 in Y und um die Höhe, also 50 in Z-Richtung. Ja, das wäre schon mal die richtige Lösung, wenn man es übersetzt. Nicht ganz, es muss ja ein Kegel sein. Die D2 fehlt noch. Ne? D1 gleich 50, D2 gleich 0. Gut, unsere Pyramide ist jetzt untergegangen. Die ist in der Spielfigur drin, ja, weil die etwas kleiner ist als die Spielfigur. Deswegen setzen wir die gesamte Spielfigur jetzt noch nach rechts. Das ist eine ganz gute Übung. Gesamte Figur um 100 nach rechts. Also Translate 100,0,0. Und jetzt muss ich sagen, beide Körper nach rechts verschieben. Also geschweifte Klammer auf. Der Zylinder und die verschobene Kugel. Und dahinter geschweifte Klammer zu. Ja, das hat für Anfänger durchaus das Potenzial, dass man sehr viel falsch macht. Man könnte eine Klammer vergessen, man könnte einen Strichpunkt vergessen, eckige Klammer zu vergessen und so weiter. Also wenn da jetzt irgendwo ein roter Punkt steht, steht der nicht unbedingt da, wo der Fehler tatsächlich aufgetreten ist, sondern da, wo er bemerkt wurde, wenn zum Beispiel diese schließende Klammer fehlt. Ja, oder wenn die öffnende Klammer fehlt, ne, dann wundert er sich, wo kommt denn die schließende Klammer vor und macht den roten Punkt an die falsche Stelle? So. Ich speichere es ab, dann könnt ihr es euch runterladen, beziehungsweise ich lade es auch schon mal auf Knoppernet hoch, dann
Persync-p Knoppix-Tage Stern nach Knoppernet Home W. So, ist hochgeladen. So sollte es jetzt aussehen, wenn man alles richtig geklammert hat. Ich würde mal schauen, das ist 5. Ja. So haben wir das. Okay. Nee, das ist das Kärtner. Also genau, das ist von der oberen. Da gehört noch vor allem Slate. Genau. Also das. Ja, dann dahinter die geschweifte Klammer, weil jetzt alles nach rechts verschoben werden soll. Geschweifte Klammer auf. Ja. Genau. Ja, passt. Und dann kommt die Kugel, die um 50 nach oben verschoben wird. Dann der Strichpunkt und am Schluss die geschweifte Klammer zu. Sieht eigentlich alles richtig aus, bis auf, dass du da irgendwo ein, zwei Zeichen zu viel hast. Ja. Wunderbar. Mhm. Genau. Ja, durch diese geschweifte Klammer werden diese beiden Befehle eingeklammert und am Stück das verschoben. Ja. Gut. So. Den Zylinder, Translate, die eckige Klammer hinter dem Translate, weil das ja jetzt drei verschiedene Koordinaten sind, muss hinter der runden Klammer noch eine eckige Klammer auf. Da hinten, das war ja schon. Ja, ich sehe aber noch einen zweiten Fehler, kommt aber gleich. Wunderbar. Genau. So, jetzt ist hinter dem Translate der Strichpunkt, das heißt, da wäre der Befehl zu Ende. Wir wollen aber, dass das Translate auf die Sphäre wirkt. So, jetzt müsste es stimmen. Ja. Mhm. Hallo, grüß dich. ja, das mit dem Roboter klappt dann, ja gut. Kam meine Überweisung an? Kam an, ohne Anmeldung. Ich habe gedacht, wer ist das? Und Klaus Knopp hat mir was überwiesen. Echt? Mir hast du keine geschickt. Oh, sorry. Aber Lötkolben und alles habe ich dabei, falls man es braucht. Ja? Schraubenzieher, gut. So, ja. Ja. Gut. Also, jetzt haben wir die drei Grundformen kennengelernt und können alles verschieben, drehen und auch die Außenpunkte verändern. Das ist schon eine ganze Menge. Damit könnte man jetzt mal gucken, kann man für eine Übung, da muss man noch bohren, das ist was anderes. Pyramide. Ja, können wir noch nicht ganz machen. So, ja, die Transformationen haben wir. Ich speichere es nochmal sicherheitshalber ab und fange eine neue Datei an. Und dort wollen wir jetzt verschiedene Körper kombinieren. Wenn ihr eine Pause sagt, sagt Bescheid, ja, dann ansonsten machen wir um 11 Pause, genau, ja. Na, dann schaffen wir noch ein bisschen. Unser drittes OpenSCAD-Programm. Speichern unter Übung 03. So, Objekte kombinieren heißt das Thema. Und da geht es ein bisschen zurück in die vierte Schulklasse, Mengenlehre. Was kann man mit Mengen machen? Man kann eine Vereinigungsmenge bilden. Vereinigung von zwei Körpern.
heißt in OpenSCAD Union und mit einer geschweiften Klammer auf wird dann angegeben, welche Objekte vereinigt werden sollen. Wir nehmen jetzt einfach mal der Einfachheit halber einen Würfel und eine Kugel, Cube mit Kantenlänge 50 außen, das ist auch wenig zu tippen, und eine Sphäre mit Durchmesser 64. Schauen wir mal, wie es aussieht. Die sollten sich so ein bisschen überlappen. Ja, das sieht schon ganz interessant aus. Es lässt sich sogar drucken, indem man es auf die Seite kippt und die Unterseite vom Würfel auf die Druckplatte legt. Das würde funktionieren. Ich möchte ganz gerne den Würfel noch zentrieren. Center gleich True. Ja, jetzt ist der Würfel und die Kugel, die überlappen sich. Ja, sehr schön. Können wir so lassen. Wenn ich dieses Wort Union weglasse, geht es immer noch. Also das Union ist tatsächlich in OpenSCAD ein redundanter Befehl. Ja, den könnte man vor jede geschweifte Klammer auf, geschweifte Klammer zu schreiben, wenn dort einfach Objekte zusammengefasst werden sollen. Aber standardmäßig wird der auch ausgeführt. Ich schreibe ihn mal hin, ne, als Vereinigungsmenge. Fasst diese beiden Objekte zusammen. So, als nächstes machen wir die Differenz zwischen zwei Körpern. Also von einem Körper weitere abziehen. Ja, damit wir das hier oben nicht löschen müssen, schiebe ich mit Translate den Rest so ein bisschen nach rechts. Translate 100,0,0. Geschweifte Klammer auf und damit ich es nicht vergesse, hinten schon mal die geschweifte Klammer zu. Und dort kommt jetzt rein Differenz, geschweifte Klammer auf und auch hier sofort die geschweifte Klammer zu, damit ich es nicht vergesse. Ja, noch wird nichts erscheinen, wenn wir es übersetzen. Wir müssen ja erstmal schreiben, was wovon abgezogen wird. Und da machen wir jetzt aber wieder die gleichen Körper wie eben, also einfaches Cut and Paste von Zeile 7 und 8. Copy. Paste. So. Jetzt ist es fertig. Und sieht so aus. Ne? Ich habe beide um 100 nach rechts verschoben und von dem Würfel habe ich die Kugel einfach abgezogen. Ergibt einen Würfel ohne Kugel. Und jetzt wird es interessant. Bei einigen wird das eventuell in der Voransicht nicht funktionieren. Dann habt ihr eine NVIDIA-Grafikkarte, die bestimmte Funktionen nicht unterstützt im Shading der Karte. Und in dem Fall drückt ihr statt F5 F6. F6 macht ein komplettes Rendering und das funktioniert dann, weil dann tatsächlich der Grafikspeicher mit den richtigen Werten gefüllt wird. Ja, also einige Befehle in OpenSCAD funktionieren bei einigen Grafikkarten nicht in der Voransicht, sondern erst, wenn das Objekt komplett gerendert ist mit F5. Ich schreibe das mal als Tipp dazu. Wir haben da stundenlang gerätselt. Also in einigen Kursen kam das vor und dann haben wir geguckt und das waren dann tatsächlich immer die Rechner mit NVIDIA-Grafikkarten, die Probleme hatten, dass diese Differenzen einfach nicht richtig dargestellt wurden. Manchmal ist gar nichts erschienen, manchmal war der Würfel und die Kugel da wie bei Union und bei F6 hat es dann funktioniert und dann halt rausgefunden, dass es irgendeine Funktion auf der Grafikkarte ist,
die bei den NVIDIAs nicht richtig funktioniert. Es kann sein, dass es auch ein paar Intel-Karten gibt, die das nicht können. In der Voransicht mit F5, in dem Fall hilft F6 weiter. Gut, also auf die geschweiften Klammern hier auch so ein bisschen aufpassen. Das Translate hat eine öffnende und schließende und das Differenz hat ebenfalls eine öffnende und schließende. Ja, und runde Klammer auf, runde Klammer zu und so weiter, muss auch alles zueinander passen. Klappt es überall? Bei wem es nicht klappt, bitte melden, dann gucke ich kurz. Ja, wenn es überall klappt, dann mache ich weiter. Das nächste, was gibt es in der Mengenlehre noch? Vereinigungsmenge, Differenzmenge und die Schnittmenge. Oder wie heißt es? Durchschnitt. Durchschnitt, gut. Ja, ich habe es als Schnittmenge gelernt. Ja, ich weiß, ich versuche die Sprache irgendwann perfekt zu können. So, das verschieben wir auch erstmal wieder um 200 nach rechts, damit wir die anderen auch im Blick behalten. Also 200,0,0 in dem Translate. Geschweifte Klammer auf und die geschweifte Klammer zu auch dazu. Und diese Durchschnittsmenge, die heißt Intersection auf Englisch. Auch die hat wieder geschweifte Klammer auf, geschweifte Klammer zu. Und in diese schreiben wir jetzt wieder genau die gleichen Sachen rein, die hier oben auch schon waren. Cube und Sphere, ja, die eignen sich ganz gut, um das zu demonstrieren. Ja, gleiches Verfahren wie vorher. Bei einigen NVIDIA-Grafikkarten funktioniert es erst bei F6. Bei den meisten müsste es aber auch mit F5 gehen. So, jetzt haben wir diese drei verschiedenen Arten, wie wir Körper miteinander kombinieren können. Ja. Diese Schnittmenge, die ist ein bisschen schwer vorzustellen, sowohl bei den Kindern als halt auch bei mir. Ich bin auch mit Grafik manchmal etwas überfordert. Man kann sich so vorstellen, alles, was nicht in beiden Körpern gemeinsam ist, wird weggeschnitten. Also der Teil von dem Würfel, der nicht in der Kugel ist, das sind diese runden Flächen hier außen. Ja, da wird der Würfel abgeschnitten. Und der Teil von dem Würfel, der nicht in der Kugel ist, das sind die geraden Flächen am Rand, wird ebenfalls abgeschnitten. Nur das, was in beiden ist, bleibt am Ende übrig. Und das ist ein schöner Spielwürfel, der rollt gut über die nicht vorhandenen Kanten hinweg. Fehlen eigentlich nur noch die Punkte mit der Beschriftung und die wiederum könnte man mit Differenz machen, indem man kleine Kugeln hier an den Außenflächen ausschneidet. Und so einen Würfel mit integrierten Punkten, der gut rollt, erzeugen kann. So, jo, dann ist das die Kombination von drei verschiedenen Körpern. Damit kann man jetzt schon die Übung 612 machen. Die Übung 614, die ist nämlich einfach eine Kombination aus Intersection und Difference mit Zylinder und Cube.
und den Schlüsselanhänger noch nicht, das ist dann in dem fortgeschrittenen Teil. Die Gewindestange, da brauchen wir noch eine Konstruktion dazu. Das Scharnier, das geht aber. Ja, das ist ein bisschen aufwendiger, weil es so viele verschiedene Ecken und Kanten hat. Das ist eins von den Sachen, die man mit 3D-Drucker machen kann, bewegliche Teile. Einen positiven Zylinder und einen mit Differenz abgezogenen Zylinder gleicher Größe, aber um 0,3 mm etwa verschoben nach innen. Und damit kann man ein solches bewegliches Scharnier konstruieren, das dann auch gedruckt nachher direkt funktioniert, sich bewegen lässt und nicht erst verschraubt werden muss. So, da wir so weit gekommen sind und noch ein bisschen Zeit haben, könnte ich schon ein bisschen von den fortgeschrittenen Sachen einfließen lassen. Dazu fange ich eine neue Datei an, die erstmal speichern und hochladen. Irgendwie ist das Netz langsam. Naja, aber ich mache hier schon mal weiter. Alles neu. Unser viertes OpenSCAD-Programm, Übung 04. Schleifen erleichtern es, Objekte zu wiederholen. Ja, zum Beispiel, ihr möchtet 1000 Würfel machen. Ja, also 10 mal 10 mal 10. Ein normaler Würfel machen wir ganz einfach mit 10. Der soll 10 mal wiederholt werden, aber jetzt in X-Richtung jeweils verschoben, sodass man es auch sehen kann. Vor Runde, Klammer auf. Und die Syntax, die jetzt kommt, ist auf den ersten Blick hin ungewohnt, ja, auf den zweiten doch recht elegant. Also es ist kürzer geschrieben, als wir das von der Vorschleife in Java oder C++ her kennen. X ist gleich und dann geben wir an, wie sich X verändert. Es soll mit 0 anfangen. Es soll mit 200 aufhören. Und es soll sich jeweils um 20 verändern. Starte x mit 0, erhöhe bei jedem Durchlauf um 20, ende mit 200. Ja, sollten nach meiner Rechnung 10, nee, sind sogar 11 Durchläufe. Ja, weil wir mit 0 anfangen und bis 200 gehen. Ende mit 200. Gut. In dem Cube wird jetzt das X im Moment gar nicht verwendet, brauchen wir auch nicht, sondern das soll in das Translate rein. Translate X, 0,0. Cube 10. Na, man kann alles in die gleiche Zeile schreiben, aber zur besseren Übersicht mache ich das so ein bisschen aufgetrennt. Ja. Wenn wir jetzt ganz genau 10 haben wollen und nicht können wir entweder nicht mit 0 anfangen oder wir enden mit der 180. Dann haben wir genau 10, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, passt. Also Ende mit 180. So, haben wir also 10 Würfelchen erzeugt. Könnte man jetzt auch noch in der Y-Achse machen. Ja, wer mit Schleifen schon mal programmiert hat, in anderen Programmiersprachen, weiß jetzt eigentlich, was kommt.
Wenn wir jetzt auch noch in der Y-Richtung 10 machen wollen, dann schreiben wir hier noch eine Vorschleife vor. Y gleich und dann wieder genau dasselbe wie eben. Und in das Translate schreiben wir dann noch ein Y rein. Wenn ich zu schnell bin, bitte Bescheid sagen. Ja. Ich kann mal gucken. Ich habe gar nicht gefragt, ich bin dran. Also, okay. Ah ja, darum geht's ja. So. Ja, da fehlt die runde Klammer zu. Genau. Ja, und bei der zweiten Vorschleife fehlt auch die runde Klammer zu. Einfach kopierst. Genau. Ja, ja, passt schon. Klappt, genau. Translate X, jawohl. Und hier fehlt in dem Translate noch als zweite Zahl das Y, ne, statt der 0, weil das die zweite Schleife ist. Ja, 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 klar. Also der Strichpunkt ist jetzt da. Groß aus. Weil ich möchte ja unterhalb weiterschreiben normal, ne? Ja, ich habe gefragt, ob man geschwungenen Klammer macht, innerhalb der Schleifen. Braucht man hier nicht, weil es eigentlich nur einen Befehl gibt. Ja, Translate und Cube, die können ja zusammen. Translate und Cube ist ein einziger Befehl, deswegen brauche ich jetzt keinen Strichpunkt. Wenn mehrere Befehle da rein sollen, zum Beispiel diese Spielfigur, die besteht ja aus mehreren Kommandos, dann müsste ich diese geschweifte Klammer machen, sonst wirken die beiden Vorschleifen nur auf den ersten Befehl. Aber da wir nur einen Befehl haben, ne, wir haben nur einen Strichpunkt hier, das ist der Cube, genau, brauchen wir die geschweiften Klammer nicht. Ja. So, setzen wir noch einen drauf und machen das gleiche auch noch in Z-Richtung. Dann haben wir die 1000 Würfel voll. Und dann drucken wir es aus, genau. Das haben die Kinder auf dem OCC tatsächlich gemacht. Die haben aber die Würfel noch mit Zylindern verbunden. Dann ist es tatsächlich so eine Art Kristall. Habe ich dann angefangen in Holz zu drucken und als ich dann gesehen habe, projektierte Druckzeit eine Woche, habe ich es abgebrochen. Das ist halt, weil der Kopf so oft ansetzen und wieder absetzen muss, aufwendig, aber es geht. Ja? Also wenn man die Würfelchen noch verbindet, dann kriegt man das mit Brücken eventuell hin. So, ich kopiere mir einfach diese Zeile mit dem Y nochmal und mache aus dem Y ein Z. F5 zum Neuübersetzen. Ja, und man könnte das Gleiche jetzt auch nochmal mit Zylindern machen. Wie gesagt, die Kinder haben das so gemacht, ne? Die zweite Konstruktion auch nochmal mit Würfeln, aber die dann um 10 verschoben. Und dann verbinden sich diese Würfel quasi durch Zylinder und wir haben so eine Art Kristall, der sich auch drucken lässt. Ja, es dauert halt sehr, sehr lange, weil es viele kleine Teile sind, die miteinander verbunden sind, aber es geht. Zylinder. Ja. Also das Gleiche nochmal und statt Cube dann ein Zylinder, der entsprechend lang ist und dann die einzelnen verbindet, so könnte man einen Kristall machen. Machen wir jetzt nicht, ich will aber noch was zeigen, wie wir das hier noch vereinfachen können. Also verglichen mit Java ist es schon sehr, sehr kompakt geschrieben. Es geht aber noch kürzer. Ich kommentiere diese Variante jetzt mal komplett aus mit Schrägstrich Sternchen, Sternchen Schrägstrich. Mach's nochmal neu. Und verwende jetzt aber nur eine Vorschleife. Ja, ich habe einfach das X, Y und Z in eine Vorschleife reingeschrieben und die einzelnen Variablen mit einem Komma getrennt. Das habe ich bisher in anderen Programmiersprachen so noch nicht gesehen. Das spart uns die drei ineinander verschachtelten Vorschleifen und macht das alles in einer. Ja, hier wird jeweils nur der Beistrich verwendet, um die Variablen
und die Werte voneinander zu trennen. Also die Variante hier macht genau das gleiche wie oben. So, und jetzt ist eigentlich auch schon ganz offensichtlich, wie das hier funktioniert, das Rad mit den Aussparungen. Statt dass ich jetzt 5 Löcher reinbohre mit Differenz, mache ich einfach nur eine Vorschleife, die fängt mit 0 Grad an, geht bis 360 Grad und dreht jeweils um 360 geteilt durch 5. Ja? Da das so schnell geht, mache ich das hier noch mit rein. Lösung, Übung. Was ist das für eine? 612. Die müssen wir ein bisschen verschieben, weil dieser Würfel ja etwas Platz wegnimmt. Translate 250.00. Machen wir dieses Rad dann da rein. Bitte? Ne? Mal gucken. Problem. Ja. So. Sieht alles richtig aus für mich? Mhm. Ja. Ah, er ist noch beschäftigt. Mhm. Ja, mit F6 kann das teilweise schon ziemlich lange dauern. Okay. Ja, weil es sind ja jetzt 1000, es sind ja 1000, ja, es sind jetzt aber 1000 Würfel. Ja. Okay. Also solange er sich hier nicht meldet mit completed, ist er tatsächlich am Rechnen. Okay. Ja. Aber vielleicht kann man schon tippen, ich weiß nicht. Das Editorfenster, ja. Das Editorfenster reagiert manchmal wieder, auch wenn er noch die vorige Form am Rechnen ist. So, da soll jetzt also dieses Rad rein mit den Löchern drin. Ja, gucken wir es uns nochmal an in der Übung. Das ist also ein Rad, sagen wir einfach mal Durchmesser 100 und 5 Aussparungen. Durchmesser geschätzte 20 und noch ein Loch in der Mitte. Ja, dieses Rad ist natürlich ein Zylinder. Ja. Zylinder D gleich 100. Kann man auch gleich rendern. Ja, das ist ein bisschen flach, sollte natürlich auch eine Höhe haben. H gleich, probieren wir mal 10. Ja, das sieht so ähnlich aus wie in der Skizze. Gut, das kleine Loch in der Mitte, das kriegen wir sicherlich hin mit einem kleinen Zylinder. Zylinder D gleich 5. H können wir auch 10 machen. Es ist für die Voransicht günstig, wenn man es immer ein bisschen größer macht, das was man reinschneiden will, weil es sich dann nicht mit der Außenschicht überlappt und drumherum muss ich natürlich ein Differenz schreiben. Ja, das Rad, das Loch in der Mitte, Klammer zu nicht vergessen. Ja, da ist es. Gut, und diese 5 Löcher hier, die möchte ich jetzt mit einer Vorschleife machen. Ich fange erstmal mit einem an, damit ich ungefähr weiß, dass es richtig positioniert ist. Translate. Ich schätze mal 50. Zylinder D gleich 20, H gleich 11. Na, das war definitiv zu weit außen. 15,
Das ist definitiv zu weit in der Mitte. 20, 30, ja, passt ungefähr. Dass dieses ausgeschnittene Loch so ein bisschen flimmert, liegt auch wieder an der Voransicht. In der Voransicht ist die Grafikkarte so ein bisschen pingelig, weil wir haben hier eine Fläche, nämlich die ganz unten, wo sowohl das äußere Rad ist, als auch das ausgeschnittene Loch. Und da weiß die Grafikkarte nicht, ob da was ist oder nicht. Deswegen flimmert das, das macht aber nichts. Wenn man F6 drückt und das voll rendern lässt, dann wird das Loch richtig gezeichnet. F6 drücke ich jetzt aber nicht, weil dieser Würfel mit dieser Tausender Würfel hier dann meinen Rechner erstmal lahmlegt. Und ja, dieses Loch möchte ich jetzt 5-mal haben und jeweils um 360 Grad durch 5 gedreht. Also machen wir wieder unsere Vorschleife. Vor, Winkel gleich 0. Er soll gehen bis 360. Und soll sich jeweils um 360 geteilt durch 5 drehen. Wozu muss ich es ausrechnen? Wir haben ja Computer. Ich kann es also direkt reinschreiben, 360 Fünftel. Und dann kommt das Rotate. 0 um die X-Achse, 0 um die Y-Achse und um Winkel um die Z-Achse. Ja, und fertig. Ja, was man hier wieder wissen muss, nur der erste Körper in der Differenz ist positiv, alle weiteren sind negativ. Ich muss jetzt also nicht schreiben Differenz, 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 sondern nur vorne den einzigen Körper, der positiv ist, und alle weiteren werden dann abgezogen, inklusive dieser kleinen Zylinder hier. Wenn ich möchte, dass das Flimmern verschwindet, kann ich hier bei dem ersten Translate vor dem Zylinder auch ein negatives Z reinschreiben, zum Beispiel minus 0,5. Dadurch wird der Zylinder ausgebohrt noch ein bisschen weiter nach unten gesetzt und ist nicht mehr genau auf der Kante drauf. Dadurch weiß dann die Grafikkarte, dass da definitiv nichts ist auf der Unterseite und kann das auch in der Voransicht schon rendern. Ist aber ein kleiner Trick, der muss nicht sein. Bezieht sich auch nur auf die Voransicht. Wenn man möchte, kann man diese negativen Sachen auch sichtbar machen, um zu kontrollieren, ob die richtig sitzen. In dem Fall schreiben wir vor einen Befehl, zum Beispiel vor das Vor, eine Raute. Und diese Raute hat ja jetzt in Shell-Programmen zum Beispiel die Bedeutung Kommentar. Das ist bei OpenSCAD nicht so, sondern die Raute ist dort einfach eine farbliche Markierung und das Objekt wird transparent gezeichnet. Das hilft manchmal, wenn man sich was angucken will, festzustellen, sitzt es richtig, um wie viel ragt es raus, habe ich es richtig positioniert oder ist es völlig außerhalb des Körpers. Es kann ja sein, dass ich hier aus Versehen statt 0,5 minus 50 getippt habe, dann würde ich es gar nicht mehr sehen. Und wenn ich es eingefärbt habe, sehe ich, okay, die negativen Zylinder, die sind ganz woanders, als ich sie eigentlich haben wollte. Ja, und das macht diese Raute. Das ist ein ganz praktisches Hilfsmittel, um Dinge optisch kontrollieren zu können in der Voransicht. Bei F6 verschwinden die wieder. Ja, also bei F6 werden diese farblichen Dinge nicht gerendert, sondern man sieht dann wirklich nur das Objekt, wie es nachher aus dem Drucker kommt. So. Wenn das geklappt hat, haben wir noch 5 Minuten Zeit. Dann mache ich noch ein bisschen was Fortgeschrittenes. Nennen wir das Übung 5 und ich lösche wieder alles. Oh, Entschuldigung. Ja.
Übermeldung für die Schleife. Er hat da unten gemerkt, dass was falsch ist. Ah, ja. Die schließende Klammer von Difference fehlt bei dir. Die schließende Klammer ist nämlich von Translate. Ne? Also von der Klammer fehlt die Klammer zu hier unten. Ah, dort. Ja. Ja. Okay, danke. Das sind jetzt hier nichts mehr. Genau. Ja, ein bisschen verkleinern. Ja, sieht gut aus. Nur hat das mit dem Rausschneiden nicht geklappt. Ich gucke gerade mal. Ah, du hast minus 50, genau. Du hast minus 50 abgetippt von mir. Das ist ja natürlich viel zu weit unten. Minus 0,5. 0 Punkt, ja. Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Kommazahl, genau. Und wieder F5. Ja, ah, ja. Klappt. Wunderbar. So. Dieser Tetraeder mit abgerundeten Kanten hier unten, ja, das ist nicht die Variante mit dem Zylinder mit wenig Ecken, sondern das ist ein anderes Verfahren gewesen. Das gehört zu den komplexeren Funktionen. Machen wir jetzt was ganz Einfaches, was sich in 2 Minuten machen lässt. 2 Kugeln, also Sphäre D gleich 20, 2-mal Sphäre D gleich 20. Und die sind um Translate 0,0,20 gegeneinander verschoben. So sieht's aus. Und um diese beiden Kugeln möchte ich jetzt eine Folie drumherum ziehen und gucken, was dann rauskommt. Na, also eine minimale Folie, richtig festgespannt. Und dafür gibt es eine Funktion namens Hull. Hull zeichnet eine Hülle, die an den Außenkanten festgespannt wird und dann möglichst minimal aussehen soll. Also einfach nur ein Befehl drumherum. Hull, geschweifte Klammer auf, da unten wieder geschweifte Klammer zu und zwischendrin sind die beiden Kugeln, die um jeweils 20 verschoben sind. Ein Minion, genau. Ja, Augen, Arme und Beine sparen wir uns für die nächste Übung. Wenn man möchte, kann man dieses Objekt jetzt sogar als neuen OpenSCAD-Befehl definieren. Mit dem Befehl Module kann ich eine Funktion definieren. Und ich nenne meine Funktion Minion, damit es ein bisschen hübscher aussieht, drücke ich das noch ein. Und so kann ich in Zukunft immer schreiben, Minion, um dieses Objekt zu erzeugen. Und ich könnte es auch noch parametrisieren und die Größe festlegen, Size gleich 20. Und überall da, wo die 20 steht, schreibe ich Size rein. Und dann kann ich hier zum Beispiel auch mal sagen, ich möchte es jetzt nur 10 groß haben. Ja, dann wird es entsprechend kleiner. Minion 10. Man kann die Default-Größe angeben, dann kann man die Klammer leer lassen. Geht auch, dann ist die am Anfang aber auf den Standardwert gesetzt, entweder 0 oder 1.
Es ist besser, man gibt den Wert hier vor, dann ist das der, der genommen wird, wenn man nichts angeht. So kann ich jetzt schreiben, Minion, Klammer auf, Klammer zu. Und wenn nichts drinsteht, dann nimmt er diesen Size, der hier angegeben ist. Ja? Ich kann auch schreiben, Size gleich 10 oder Size gleich 15. Die Variable darf also auch so heißen, wie sie hier oben heißt. Also auch neue Befehle in OpenSCAD zu machen, ist keine große Kunst und über diese Parameter kann man dann auch steuern, wie die Sachen aussehen sollen und wie sie sich verändern, wenn ich von außen Werte übergebe. Das spart einfach viel Tipparbeit, weil ich diesen ganzen Kram, der in dem Modul drin steht, nicht nochmal da unten mit Cut und Paste einfügen muss, sondern einfach als Funktion aufrufen kann mit den entsprechenden Parametern, wobei ich entweder den Namen der Variable direkt belegen kann mit einem Wert oder von der Position der Variable die Werte übernehmen kann oder auch alles weglassen, dann werden die Default-Werte, die Standardwerte genommen, die da oben in der Klammer beim Module Minion hinten drin stehen. Ja, das ist dann schon fortgeschrittene Programmierung und an der Stelle können wir jetzt erstmal eine Pause machen. Ja.